Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Hitman Blood Money. Und ja, dieses Spiel ist etwas seltsam, was das mit dem Speichern angeht. So viel kann ich schon mal sagen. Wir haben letztes Mal den Agenten gerettet. Das ist der gleiche Agent wie in den ganzen Vorgängerteilen. Wer hätte es gedacht, das ist immer derselbe. Gut, und ja, ich habe ihn jetzt wieder sediert. Da wird dann jetzt gleich zur Leichenhalle gebracht. Was mich gerade wundert, ist, ich habe ja den Speicherpunkt geladen. Und die Information ist irgendwie trotzdem schon gekauft. Die habe ich nicht nochmal gekauft. Die hatte ich jetzt trotzdem wieder. Gut, es ergibt insofern Sinn, dass man natürlich nicht einfach speichern kann, die Mission kauft, den Spielstand wieder lädt und damit kein Geld ausgibt. Das ist natürlich schön, dass man diesen Trick damit im Grunde umgehen würde. Aber an sich ist das komisch, irgendwie. Egal, passt schon. Und ich habe gerade rausgefunden, wenn ich auf die Einsatzziele gehe, hier werden mir die Gesichter zumindest angezeigt, der Ziele, die ich ja brauche. Dum, 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 dum. Okay, den habe ich gefunden. Ich habe ihn jetzt auch schon sediert. Gut, jetzt müsste ich den Typen finden. Den müssen wir platt machen. Und die beiden sind optional. Gut, da ich jetzt zumindest weiß, wie sie aussehen, kümmern wir uns doch zuerst mal um das Hauptziel, hätte ich gesagt. Wobei eigentlich... Gibt es eigentlich sowas wie eine Pharmazieabteilung? Ich hätte gerne sowas wie ein Gift oder sowas. Klingt ein bisschen seltener. Ja, jetzt bringen sie ihn gerade raus. Perfekt. Das einzig Nervige ist, wenn da sowas kommt, kann ich mich schlechter bewegen, weil ich halt echt die Hälfte des Bildschirms nicht sehe. Ich muss jetzt die... jetzt wird er mir natürlich auch hier angezeigt. Klasse. Ich muss in den ersten Stock. Gut, das kriege ich ja hin. Ersten Stock, das kriege ich hin. Hier war doch auch irgendwo... Richtig? Ja, hinter mir. Hier war doch irgendwo einer, den ich wahrscheinlich mit der Bombe ausschalten konnte, wieder als Unfall. Das ist mein Ziel, ja? Das ist er. Okay, da ist einer im Zimmer, dann möchte ich mit denen mal ansehen. Ich sag dir jetzt, lass mich euch sehen, Klempner. Wo ist das denn? Hier das nächste links. Bist du eins meiner Ziele? Du bist eins meiner Ziele, wie es aussieht. Nur um sicher zu gehen, dass ich nichts kaputt mache. Dieses Spiel muss man echt über die Tastatur steuern. Er nimmt die Klicks manchmal nicht an mit der Maus. War das der Richtige? Nö. Hätte ich mir irgendwie denken können. Das wäre zu einfach gewesen. Der war's. So ein Mist. Ich dachte, ich hätte den richtigen erwischt. Ich könnte trotzdem mal wieder die auf Tab legen. Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Wo sind denn dann meine Ziele, meine optionalen Ziele? Ach, wo werden die mir auch rot angezeigt? Offenbar definitiv nicht. Im Erdgeschoss sind viele. Da muss ich nochmal kurz runter und mich umsehen. Haben Sie einen der Ärzte gesehen? Ich hab... Das war die Tür, oder? Ich glaube, das war die Tür. Das war sie auch. So, wo sind meine Ziele? Du... Das ist, glaube ich, keins meiner Ziele. Nee, sieht komisch aus. Sieht nicht so aus wie einer davon. Was jetzt... In gewisser Weise echt lustig wäre es, wenn der Typ, den ich K.O. geschlagen habe, eins meiner Ziele wäre. Wenn ich ihn jetzt doch am Ende erschießen muss. Da ist einer. Ach, da hinten ist auch noch ein Gang. Ja, der in der Mülltonne läuft mir ja nicht weg. Das ist Oscar. Aus der Mülltonne. Ist der mit Oscar? Ich glaube, er ist Oscar. Okay. Wo haben wir noch? Nee.
das ist kein Patient. Geil! Mit Kamera, dass ich abpassen muss, um das Schloss zu knacken? Wie geil ist das denn? Ah, das wäre, glaube ich, auch ein einfacher Weg rein gewesen. Wie cool. Das ist eine nice Idee. Hat mich aber eigentlich... sie hat mich wahrscheinlich gesehen, oder? Na, ist nicht so schlimm. Solange keiner Alarm schlägt, komme ich damit zurecht. So. Du, in dem grünen Ding. Ah, natürlich, einer war... Es wird Zeit für meine Sitzung. Einer trug grün, einer trug rosa. Ich erinnere mich gerade, die waren ja farblich markiert. Das bedeutet, der ist wirklich eins unserer Ziele. Ja, was mache ich mit dir? Ich kann ihn hier draußen wohl kaum erschießen. Okay, es ist einer. Wo ist denn dann der andere? Erststock ist niemand. Dann muss er irgendwo im Erdgeschoss sitzen. Komisch, komisch. Ah, genau. Hier hatten wir das. Kann ich hier irgendwas manipulieren oder so? Kann ich auch nicht. Ich wüsste auch nicht was. Davon abgesehen. Du bist ein Wachmann. Unwichtig. Braucht man nicht. Stehen wir nur im Weg rum. Das ist auch keins unserer Ziele. Du bist es auch nicht. Ups. Oh, was haben wir hier? Whirlpool. Nice. Whirlpool wäre gut, weil da drin jemand zu erschießen... Ich hoffe einfach mal die Hoffnung, dass die relativ selten reingehen. Ah, genau. Da. Wo ist mein Therapeut? Ich habe um diese Zeit meine Sitzung. Du bist eins meiner Ziele. Du bist eins meiner Ziele, aber wie schalte ich dich aus? Und hier war... Ah, genau. Das war der Ort, den ich gesucht habe. Das war der Ort, den ich gesucht habe. War das hier? Dann hier? Genau. Bombe platzieren. Wenn der Typ das nächste Mal an seinen Globus ran will, kann ich ihn umlegen. Das ist schon mal gut zu wissen. So werde ich den los. Dann den oben. Ist der überhaupt noch oben? Ja, der ist oben. Also hier, bei uns oder neben uns. Guck ich mir den mal kurz an. Der bleibt hier die ganze Zeit sitzen. Ich sag dir jetzt, was ich euch Seelenklempnern immer sage. Erstens, mit mir ist alles in Ordnung. Zweitens, wenn es nicht so wäre, wäre es mir egal. Drittens, selbst wenn es mir nicht egal wäre, würde ich keinen von euch Schwuchteln um Hilfe bitten. Oh, wie freundlich. Wenn wir das jetzt geklärt hätten, können wir die Zeit gerne nutzen, um uns zu unterhalten. Worüber ist mir egal. Sport, Nachrichten, egal. Nett. Was schlägst du vor? Netter Bursche, das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo sollte ich seine Leiche verstecken, wenn ich ihn platt mache. Ich könnte sie hier komplett durchziehen, durch den Raum und dann hier drin verstecken. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich sag dir jetzt, was ich euch Seelenklempner... Diese wiederholenden Dialoge gehen mir ziemlich auf die Nerven. Ich glaube, ich mache das. Ich mache ihn jetzt platt. Zweitens, wenn es nicht so wäre, wäre es mir egal. Drittens, selbst wenn es mir... Haben wir das schon mal geklärt. Jo, minimal buggy, aber okay, passiert. Du landest in dem Raum, dann mache ich die Tür zu und bin fertig damit. Körper ablegen.
Wann kommt der da unten denn wieder? Ich glaube, den zweiten hole ich mir nicht, weil ich nicht genau weiß, wie. Pass mal, ich bereite jetzt mal alles vor. Machen wir hier die Tür zu. Und dann möchte ich jetzt gerne wieder nach unten. Dann muss ich die Tür nehmen. Ich hoffe einfach mal, dass keiner da oben nachguckt. Dann muss ich jetzt nach unten. Ob ich den Zünder wohl irgendwie so betätigen kann, dass es niemandem auffällt? Keine Ahnung. So. Gehen wir mal hier rein. Du bist jetzt hier unten. Das ist schon mal gut. Ich müsste dich jetzt da oben stehen, um ihn zu beobachten. Das ist blöd. Wisst ihr was? Ich versuch's doch nochmal. Wir gehen nach oben. Ganz schnell hier rein. Tür bitte wieder schließen. Da rein. Tür wieder schließen. Der hat die Leiche jetzt auf jeden Fall entdeckt. So ein Mist, aber was soll's. Ich glaube, das habe ich geschafft. Tut mich überhaupt. Nicht richtig? Nee. So, die haben jetzt auf jeden Fall zwei Leichen entdeckt, wie es aussieht. Weil der eine kam ja zu mir hochgerannt. Das ist blöd. Dass er die Leiche entdeckt hat, ist blöd. Aber ist nicht so wichtig. Eigentlich habe ich doch damit jetzt... Agenten befreien, fliehen und den anderen Typen brauche, dann lasse ich den jetzt am Leben. Dann geben wir zwar $50.000 durch die Lappen. Allerdings ist das in diesem Spiel, glaube ich, einmal, doch es ist auch für dieses Spiel viel, aber ich glaube, da geht es eigentlich noch. Damit kann ich leben. Luke auf, Luke zu. Ich sagte Luke zu. Nur sicherheitshalber. Typen reanimieren. Verdammt, wieso ist es wieder gelb? Naja, passt schon. Solange keiner hier reinkommt, geht das alles. Sieht alles stabil aus soweit. So, Kollege, hauen wir ab. Ja, wunderbar. Moment, wieso nur ein Kill? Ah, ein Kill und ein Unfall, tut mir leid. Nahkampfkills? Was? Wieso Nahkampfkills? Und wieso habe ich Zeugen? Das verwirrt mich jetzt gerade. Gefundene Leichen, eine. Okay. Was? War die Explosion so schlimm oder wie? Hätte ich das gewusst, hätte ich den Typen gar nicht umgelegt. Wieso hatten wir Zeugen? Entschuldigung, das verstehe ich nicht ganz. Fuck. Ich habe vergessen, meinen Anzug und die Waffen mitzunehmen. Aber die Waffen hatte ich, aber den Anzug nicht. Scheiße. Ja, egal. Ist okay. Ich habe Plus gemacht. Ach komm, das ist mir wert. Setzen wir das mal auf Null. Finde ich ein bisschen komisch, dass die mich einfach so dann trotzdem gesehen haben. Ja, okay. Scheiß drauf. Es hat funktioniert. Speichern, ja klar. Ein bisschen komisch, aber okay.
das Bild jetzt klarer? Sie hatten einen Agenten vor Ort und 47 hat ihn getötet? Wir haben den Mord gefilmt. Dadurch waren wir wieder an 47 dran und konnten ihn schließlich neutralisieren. Sie haben ihn erwischt? Wir haben ihren Mythos nicht nur erwischt, haben ihn getötet. Gibt es dafür Beweise? Ich werde Ihnen eindeutige Beweise vorlegen. Aber wie? Wir hatten damals einen Kleinkriminellen in einem Zeugenschutzprogramm. Er wurde rund um die Uhr von einigen unserer besten Leute bewacht. Das hat 47 aber nicht abgehalten, ihn zu besuchen. Sie töteten ihn? Holen Sie den Wagen. Jack, wir sind noch nicht fertig. Sie können mich doch jetzt nicht einfach... Nehmen Sie den Ordner. Wir reden unterwegs. Wo fahren wir hin? Zu Ihrem Beweis. Das verspricht noch eine interessante Story zu werden. Diesmal schicken wir Sie ans andere Ende des Landes 47. Die Zielperson ist ein Gangster namens Vinny Sinistra. Bis zu seiner Aussage im nächsten Monat ist er in einem Zeugenschutzprogramm. Unser Klient möchte verhindern, dass Sinistra in den Zeugenstand tritt. Außerdem hat Sinistra Beweismaterial, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen darf. Vermutlich sind die Beweise auf einem Mikrofilm. Stellen Sie ihn sicher. Sinistra ist äußerst labil. Das Leben hat es nicht gut mit ihm gemeint. Er gibt am Samstag eine Geburtstagsparty für sein jüngstes Kind. Das könnte eine perfekte Gelegenheit für Sie sein. Das Haus wird von Kameras und Bundesagenten überwacht. Sie müssen also extrem vorsichtig sein. Viel Glück, 47. Das klingt für dich, als wird es schwierig werden und ihn an der Geburtstagsparty seines jüngsten Kindes umzubringen. Oh, das ist mies. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Okay. Ein Schmuckstück versteckt, Mikrofilm an sich. Ja gut, den werde ich wahrscheinlich bei ihm finden. Das ist gut. Und fliehen sie wieder. Aus dem Vorort. Oh, Gartenparty oder was? Klingt so, als hätte ich eine ganze Straße, auf die ich achten müsste. Ich nehme meine Ballas und meine MP. Hab ich hier nicht mal ein bisschen? Nö. Na gut. Was sagen denn die Upgrades? Gibt's was Neues Interessantes? Vielleicht wieder was wie ein Schalldämpfer. Laservisier. Die Stecktüren brauche ich nicht. Zwei Waffen, doppelter Spaß. Stärkerer Rückstoß. Schlitten. Kein Schalldämpfer möchte ich dann weg. Man könnte überlegen, ob ich mir das hier hole, aber zum einen sehe ich gerade, ist das scheiße. Na, wobei sind nur 100.000. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich brauche nur eine Schallgedämpfe, dann geht das. Gibt es hier noch was Gutes? Adrenalin. Ein Gesundheitsschub. Schön. Noch eine bisschen zusätzliche Mine, die könnte... Ach komm, wenn man... Munition ist immer gut. Und das... Lass ich erstmal sagen. Ich glaube, die Gesundheit brauche ich nicht zwangsweise. Das hier könnte Dietrich-Upgrade sein. Das wäre natürlich nice. Ja. Kann der MP noch irgendwie was verbessern? Gab es da nicht einen Schalldämpfer für? Gibt es. Kein Schalldämpfer Typ 2 möglich. Was wäre ein Schalldämpfer Typ 2? Ah, mittlere Schalldämpfung. Geringerer Schaden, verstehe. Das hier ist dann wahrscheinlich Schalldämpfer Typ 2, der einfach nur leiser macht oder so. SW 2000, ich nehme es zwar nie mit, hab's aber trotzdem schon geboostet. Ach, scheiß drauf. Legen wir los. Anfangen können wir ja noch. Vinny Sinistra. Ich glaube, diese Mission wird lange dauern. Habe ich so im Gefühl. Wer bist du? Bist du mein Ziel? Nein, das wäre zwar. Sehr schick, aber fühlst du dich in diesen Klamotten wirklich wohl? Würde ich auch nicht. Ich bin kein Freund von Anzügen. Ach du Scheiße, hier sind Bullen und Autos. Da ist Strom? Das ist... Ah ja. Ich hatte recht, scheint so ein bisschen was wie eine Gartenparty zu sein. Das Exit, das ist gut. Da hinten ist angeblich Ausrüstung. Ich wette, ich finde da wieder nichts. Da ist ein Hotdog-Laden, das ist doch schön zu wissen.
Also ein Hotdog-Auto. Wahrscheinlich der Catering-Service. Ich könnte... Die Mission hat gerade erst angefangen. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Stopp. Na gut, ich dachte für einen Moment. Na gut. Alles klar. Schön, was ist das hier? Ein Clowns-Auto. Clown. Ja, genau. Laden wir den Clown ein. Klappe schließen. Ah, da kann ich eine Leiche verstecken. Ja, das ist auf dieser offenen Straße garantiert eine super Idee, jemanden umzulegen. Am besten noch den Jogger, um mich als Jogger zu verkleiden, weil das fällt ja nicht auf. Ich sehe gerade wirklich ein paar Probleme mit dem Urlaub vor. Eigentlich die perfekte Tarnung. Das könnte funktionieren. Ich bin ein bisschen falsch. Hier im Garten ist das. Ah ja, da. Es liegt natürlich nichts drin. Ich glaube, diese Kisten sind auch eher dazu da, dass ich wirklich die Waffen besser rausschmuggeln kann. Oder so. Okay, ich könnte das mit der Müllabfuhr versuchen. Scheiße, nicht schon wieder! Echt eine Leiche drin verstecken. In der Müllpresse. Und im Clowns-Auto. Ja, super. Die Idee mit dem Leichenverstecken gefällt mir übrigens. Das ergibt auch durchaus Sinn. Beware of dog. So einfach komme ich da rein? Leute, ihr verarscht mich doch. Oh, der Clown. 47 als Clown. Warum nicht? Das Problem ist vielleicht, dass es dabei keine Zeugen geben darf. Was machen wir jetzt? Okay, wir sind der Clown. Ja, wir sind der Clown. Okay, das finde ich jetzt schon komisch. Das wird eine lustige Mission. Das war's aber erstmal für heute. Und ja, das nächste Mal wollen wir doch für etwas Spaß auf dieser Party sorgen. Wow. Okay, das... für das Kind könnte es einem ein bisschen leid tun. Das wird ein heftiger Tag für ihn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.